Dein neues Bike, deine Fragen. Die dritte Frage kommt von Sebastian aus Flims. Es ist natürlich, wenn du so einen alten Toff kaufst, mit einem so einem guten Jahrgang 1977, ist natürlich nicht ganz ausschliessen, dass vielleicht nach ein paar Mal fahren ein paar Probleme auftreten. Es ist sicher nicht das aktuellste dran. Aber wenn er nicht so teuer ist, ist sicher das ein gutes Einsteigermodell. Aber auch der Kawasaki 600er ist sicher auch ein gutes Einsteigermodell. Also da kannst du sicher mit beiden dürfen gleich gut anfangen. Von dem her spielt das Auto eigentlich keine Rolle. Bremsenkupplung, das Handling und so ist sicher, musst du sicher zuerst lernen. Und wenn du es auf einem neuen oder auf einem alten Töff genau gleich lernen kannst.